Dieser Mann ist älter. Rokuro, er ging mit meinem Mann fort. Er war neu im Lager. Er ist jünger. Er hat ein Muttermal am Kinn. Das ist Kanichi. Er hatte Frau und Kinder. Glaubt ihr, mein Mann entkam? Wir müssen die Mongolen schnell finden. Etwas liegt auf dem Weg. Dieser Reis muss aus eurem Lager stammen. Wahrscheinlich. Sie nahmen all unser Essen. Folgen wir ihm. Was würde Hotoki sagen, wenn sie wüsste, wer ihr seid? Verstümmelt, ihr Dorf abgeschlachtet, nur wegen der Arroganz eures Vaters. Ihr habt meine Frage nicht beantwortet. Nach meinem Mann. Glaubt ihr, er entkam? Wir sollten uns beeilen. Ich versuch's ja. Aber die Füße und der Rücken. Ich musste mitkommen. Ich verdanke Do schon alles. Doch wenn ich meinen Mann verliere, weiß ich nicht, was ich tun soll. Wir finden ihn. Ich glaubte nie, ich hätte mal Familie. Doch dann traf ich Togo. Mit ihm wurden so viele Dinge möglich. Aber ohne ihn... Bleibt hier, bis die Mongolen tot sind. Hier bin ich! Eldea Shiglanch, Samurai! Sind Mongolen. Ich sehe nicht genug.
Togo, ist er verletzt? Ich weiß nicht. Aber die Mongolen töten ihn, wenn sie uns bemerken. Mönch. Doch schon. Er ist gefesselt. Bereit zur Hinrichtung. Nein. Ihr könnt nicht beide retten. Opfert ihren Mann, dann versinkt sie in der Verzweiflung. Stirbt der Mönch, wird ihre Hoffnung mit ihm sterben. Bitte, ihr müsst sie retten. Ich kann sie nicht beide retten. Sobald ich etwas unternehme, sehen mich die Mongolen. Und dann? Ich will niemanden verlieren. Ich tue mein Bestes. Was brauche ich jetzt? Klingt, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Was tut ihr da? Mongolen haben mein Haus angezündet. Entweder baue ich ein neues, oder ich schlafe im Gras. Niemand kann helfen? Keine Familie? Ich habe niemanden. Hab meine Eltern verloren. Vor 15 Jahren. Musste immer allein bestehen. Und jetzt habe ich auch nichts mehr, was mir gehört. Ach, schaut mich nicht so an. Jeder hat eine Geschichte. Meine ist, dass ich wohl nicht genug Holz habe. Da kann ich eventuell helfen. Seid ihr sicher? Schon gut, ich nehme es.
Ich baue ein Haus. Hoffen wir mal, dass die Mongolen das nicht auch niederbrennen. Dabei kann ich eventuell auch helfen. Ich freue mich schon, euer Werk zu sehen. Oh, ich werde es nicht hier bauen. Ich sammle noch Materialien. Aber danke. Ich nehme das mit zum Bauplatz. Unglaublich, dass ich das mache.
Hierher! Ist es vorbei? Herr, ihr habt mich gerettet. Dankt eurer Frau dafür. Unsere Familie ist euch so dankbar. Doch ich fürchte um jene im Lager. Doshun versorgte uns mit Nahrung und Medizin. Können sie irgendwo anders hin? Reisen ist gefährlich, besonders für uns, wo ich doch schwanger bin. Hätte ich das... Das riskieren wir nicht. Wir bleiben im Lager. Ihr habt euch beide und euer Kind. Es wird euch gut gehen. Danke, mein Herr. Komm, Hotoke. Holen wir Doshun vom Strand und beerdigen ihn. Findet der Lösung. Oh.
Schütze! Ist er das? Bastard! Was ist hier passiert? Ihr seid ein rechter Metzger mit dem Schwert. Es ist nur, ich frage mich, wenn ich euch zusehe, ob ihr die Gewalt sogar genießt. Sie sahen wie Banditen aus. Was habe ich getan? Los jetzt, Zora! Zu sich sein. Aber es gibt besser.
Ich mache einfach alles. Überlass das dem alten Makibi. Übers Ohr, oder? Dieser Herbst scheint nie zu enden. Ich sag doch, er ist gut.